Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit Monstern und ganz viel Böse und Höhlentour. Hoffentlich ist da jetzt nichts hinter mir irgendwo. Weißt du was, wir setzen mal ganz viele Fackeln hier hin. Und hoffentlich falle ich nicht runter. Ich ducke mich lieber. Gold. Gold ist immer gut. Okay, und weiter. Nein, die Spitzhacke ist kaputt. Jetzt habe ich nur noch die Gold, die Diamantspitzhacke. Setzt schlecht. Oh. Da unten ist nichts mehr, was wirklich interessant für uns wäre. Aber weißt du was, wir graben bzw. wir spitzhacken uns mal runter. Doch, hier ist noch was. Okay, ja, dann Glück gehabt. Gucken wir mal hier. Oh, hier ist Redstone. Alter. So ein bisschen mehr Redstone als für gewöhnlich. Ja, Redstone bräuchten wir rein theoretisch auch. Zack. Weil... Einmal das hier. Ich hatte noch ein paar Konstruktionen mit Redstone vor. So ein bisschen... Ach, da ist es. Ein bisschen Eisen brauchen wir noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle 19 mache. Und ein bisschen Holz haben wir nicht mehr so viel. Hier war noch eine Mine da hinten, oder? Hier ist direkt die nächste Schlucht. Alter. Ist ja voll schön hier. Wir dürfen jetzt nicht so weit weglaufen wegen dem Ofen. Da ist auch unser Eisen drin. Okay, Kohle haben wir jetzt schon mal ein bisschen. Und noch ein bisschen Kohle. Ach, unsere Steine sind nicht weg. Warte, machen wir mal so. Nee. Was tun wir hier hin? Ich will das jetzt nicht leer lassen. Machen wir einfach ein paar Steine hier. So. Machen wir es einfach hier jetzt zu. So, fertig. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück und gucken, wie weit unser Ofen ist. Entschuldigung. Oh, 8 Stück schon. Ich glaube, 8 Stück reichen. Nein. Hallo? So. Dann hallo. Steuerung. So, wie viele Spitzhacken könnten wir denn gebrauchen? Ja, mehr können wir sowieso nicht machen. Dann packen wir uns die mal wieder hier hin. Das Redstone. Oh, wir haben schon ein bisschen mehr Redstone hier, du. So, dann packen wir uns das wieder dahin. Dann haben wir noch 2 Eisen über. Ein Ersatzschwert. Obwohl. Nee. Das machen wir uns, wenn wir es. Ach nee, hierfür. Das machen wir uns, wenn wir es brauchen. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter und gucken. Das sieht ja alles sehr interessant aus. Und 2 Diamanten haben wir ja schon gefunden. Vielleicht finden wir ja noch ein paar mehr Diamanten. Wäre schon schön. Coole Musik. So, jetzt haben wir jede Menge Kohle. Ich glaube, wir haben sogar schon zu viel Kohle mittlerweile. So, jetzt gehen wir einfach durchs Wasser, dann kann uns nichts passieren. So, da ist Kobelsturm schon entstanden. Dann setzen wir einfach mal ein paar Fackeln. Dann bauen wir hier das Eisen ab.
verrutscht. So, hier ist noch mehr Obsidian. Wobei wir jetzt kein Obsidian brauchen tun. Oder... Ja, wir gehen noch einen rein. So, jetzt aber. Auf zum... Wann das sind? Redstone? Und ich habe so das Gefühl, dass Diamanten und Redstone echt nur in der Nähe von Lava irgendwie vorkommen. Ich weiß nur, dass die beiden sehr tief erst vorkommen, aber nicht, dass die in Nähe von Lava ganz besonders viel vorkommen. Da habe ich noch nichts von gehört. Kann sein, weiß ich nicht. Wenn ich das jetzt rausnehme, kommt keine Lava? Nein, da kommt keine Lava. Da Lava? Da kommt auch keine Lava. Gut. Na, dann ist es ja genau perfekt hier. Also diese, oder dieses Lied jetzt, das passt eigentlich relativ gut zu irgendwas, ja, Erkundungsfröhlichem. Aber wir erkunden ja nicht allzu viel hier. Na, na? Wir sind ja eher hier auf Abbaujagd von Rohstoffen. Oh, wir haben da was übersehen. Hallo? Okay, zwei, zack, zack. Und, na, komm schon, komm schon, komm schon. So, dann gucken wir, dann graben wir uns hier ein wenig hoch. Dann kommen wir an das Eisen da oben. So, das Eisen haben wir schon mal. Dann jetzt hier rüber. Einmal kurz Ausschau halten. Wo ist es? War nicht irgendwo Redstone noch? Ne, das haben wir ja gerade geholt. Ne? Da ist nur die Kohle. Ach, weißt du was? Wir haben so viel Kohle, dann lassen wir das einfach mal liegen. Na, komm, 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 hoch da. Komm schon. Schwimm, 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 schwimm. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Nee, was war das jetzt anstatt? Noch mehr Eisen. So, jetzt aber keinen Bock hier. Das war jetzt sehr schlau. Alter, was ist denn hier los? Warum ist hier so viel Wasser? Wo entspringt dieses Wasser? Oh, warte, da war da noch was. Da war da noch was. Nein. Okay, spring! Okay, da geht's auch noch mal rein. Wir gucken erstmal hier und dann gucken wir mal, was da hinten ist. Das hier scheint ein bisschen komplexer zu sein. Und da geht's runter, das ist gut. Dann gucken wir erstmal da. Und da unten ist Lapis Lazuli. Eigentlich nicht allzu erheblich wichtig für uns. Und wir können nichts mehr mitnehmen. Ups. Okay, was werfen wir weg? Fäden brauchen wir nicht. Die Stöcke brauchen wir nicht. Den Ofen brauchen wir nicht mehr. Die Werkbank brauchen wir nicht mehr. Die Kartoffeln brauchen wir, die sind wichtig. Ansonsten weiß ich nicht mehr, was wir wegwerfen können. Puh. Kies könnten wir eigentlich auch gebrauchen. Kohle sowieso. Vielleicht werfen wir hinterher noch zur Not die ganzen... Ja, das eine Ding hier kann auch weg. Die ganzen Schienen hier weg, falls das notwendig sein wird. Ja gut, dass wir hier hingegangen sind. Hier ist nicht allzu viel. Hoffentlich ist jetzt nicht gleich die Höhlentour hier Ende und wir haben keinen Platz mehr. Also
Hoffentlich wird die nicht gleich beendet, weil wir keinen Platz mehr haben. So rum gesagt ist es besser. So, fertig. Okay, und jetzt wieder dahin. Nein. Nein, Alter. Ach, weißt du was? So, machen wir es uns leicht. Erstmal in die Richtung. Fackeln loswerden. Gold einsammeln. Perfekte Kombination. Haben wir noch? Nein, haben wir nicht. Wir haben keine Fackeln mehr. So, erstmal das Gold. Das Gold ist, obwohl so wichtig ist das Gold gar nicht. Allzu viel kann man damit ja nicht machen. Oh, verdammt. Von wo kommt das? Alter, was bist du denn für ein... Oha, ich bin fast tot. Okay, schnell weg hier. Alter, bist du ein unfaires... Ich sag's jetzt nicht, aber... Okay, hoffentlich machen wir den Platz. Wir machen den Platz. Okay, es wird eng. Okay, stirb. Nein. Oh, Glück gehabt. Mann, war das knapp. Boah, Alter, fast wären wir gestorben. Erstmal was füttern. Zack. Puh, das war ganz schön knapp. Erstmal wieder ein bisschen Kohle abbauen. 2 Herzen haben wir noch. Ich muss mehr auf die Hungeranzeige hier unten achten. Hallo? Okay, ich hab's gekriegt. So, oh, noch mehr Eisen, wie schön. Alter, haben wir nicht zu Hause auch noch eine jede Menge Eisen? Ich höre noch einen Bogenschützen. Und ein Geist. Egal, wir sammeln jetzt erstmal das Gold ein. Danach haben wir auch jede Menge Gold, nicht? Oh nein, 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 das ist runtergefallen. Da kommen wir nicht mehr dran. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? 22 ist... Wow. Ich hab gesagt, komm her. Blödes. Nein, ich sag's nicht. Alter, da kommt der Film von hinten. Hat der mich erschreckt. Aber die Geister machen coole Geräusche. Das passt richtig gut hier zur Höhle. Alter, hör auf damit, Geist. Okay, noch einer. Nein, nicht ihr. Alter, immer dieses Verdrücken. Okay, da ist... Oh nein, das ist kein Diamant. Hoffentlich kommt der jetzt nicht hier reingefallen. Ich höre dich. Ich weiß, dass du da bist. Okay. Er ist tot. Ach, weißt du was? Du kannst keiner uns nerven. Wir haben unser Licht hier drin. Unsere Spitzhacke ist kaputt. Aber wir haben noch einen Ersatz. Das ist gut. So, hier geht's nach... Na, au! Hier geht's noch weiter nach unten. Gut, so war das jetzt nicht geplant. Da ist Diamant! Unser Ziel. Okay, Augen aufs Diamant gerichtet und dann machen wir jetzt eine Aufnahmepause. Beziehungsweise eine Folgenpause. Nein! Verbrenne! Verbrenne in der Lava! Oh, nein, ich nicht. Aha, er verbrennt gleich. Und tot. Das war's. Okay. Man will nicht fies. Okay, dann Aufnahmepause, wie gesagt. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und in der nächsten Folge werden wir den Diamanten holen, in der Hoffnung, dass da noch mehr Diamanten sind als dieser.
Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und sage Tschö!